nicht mal alt bin. Die Haare sind futsch im Jahr 2010. Wirst du dann immer noch bei mir sein? Das fänd ich schön. Wenn ich senil bin mit nem riesigen Bauch und nem schönen Doppelkinn, wirst du mich lieben, oh, immer noch lieben, wenn ich 64 bin. Schön ist es hier. Wirklich schön. Ja, schöne Scheiße. Bötchen fahren, so eine Schnapsidee. Reg dich nicht auf, Viktor. Denk an dein Nasenbluten. Seit Stunden hängen wir hier fest. Seit Stunden. Komm, wir spielen Hätten Sie's gewusst? Wo fand die erste Bundesgartenschau statt? Im Freien. In Stuttgart, 1950. Du bist dran. Aus welcher Operette stammt dieses Lied und wie heißt es? Da, jam, da, 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 jam, ich da. Bin nur ein armer Wandersgesell. Gute Nacht, liebes Mädel, gut Nacht. Gar dünn ist mein Wams und gar dick ist mein Fell. Gute Nacht, liebes Mädel, gut Nacht. Der Vetter aus Dingsdar, Eduard Künigin, 1921. Ein Kanon mit B. Bruder Jakob, Bruder Jakob, Bruder Jakob. Wach auf, Brüderchen! Wach auf, Brüderchen! Wir hängen hier mitten auf dem Wasser und kommen nicht vor und nicht zurück! Hilfe! Verdammt nochmal! Hilfe! 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 Wer reichte Jesus auf seinem schweren Gang nach Golgatha das Schweißtuch? Veronika, der letzte Star! Ein Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff! Nix ab! Jetzt ein Gedicht von Viktor Böllkopf! Ein Ausflug ins Grüne, oh wie nett! Glaubt sie schon morgens gar freudig aus dem Bett. Im Stau dann auf der Autobahn, da fängt der Spaß gleich richtig an. Mit dem Kahn dann auf dem Fluss, hab ich die Schnauze voll und Schluss. Ah, bravo! Naja, irgendwie ist da was falsch gelaufen. Schätze mal, wir haben den falschen Flussarm erwischt. Wenigstens noch die Ruder hätten. Oh, Mensch, 4 Stunden stecken wir hier fest. Mensch, ich muss mal, mir platzt gleich die Blase. Hilfe! Hilfe! Und saukalt ist mir auch. Hilfe! Hilfe! Wo sind meine Beruhigungstabletten? Kriegst du nicht. Die sind nicht gut bei deinem Heuschnupfen. Und hör auf, so rumzubrüllen. Erstens hilft's nichts und zweitens kriegst du nur wieder Nasenbluten. Hat irgendjemand meinen Knobelbecher gesehen? Da drüben. Oh, wie blöd. Der ist noch von meinem Vater. Das ist ja nur so tief. Und Sie haben das gewusst. Warum haben Sie nichts gesagt zum Teufel nochmal? Tut mir leid, ich dachte, Sie wollten vielleicht eine kleine Pause machen. Ein bisschen was spielen und so. Ein bisschen Spaß. Keine Ahnung, wie wir jemals zu dieser Anlegestelle zurückfinden. Gab es da nicht früher eine Methode, wie man mit einer Uhr die Himmelsrichtung bestimmen konnte? Was nützt dir das, wenn du nicht genau weißt, wo das Bootshaus liegt? Außerdem müsstest du auch wissen, exakt wo die Sonne steht. Siehst du was? Nein. Ja, stimmt. Also. Wieso weißt du das alles? Mist! Achtung, Dorn, Fräulein Albermann, passen Sie auf Ihr neues Kleid auf. Die Dinger sind verdammt spitz. Ihr neues Kleid? Was ist mit meinem neuen Kleid? Ist das auch neu? Jetzt, wo du sagst, sieht fast genauso aus. Fast genauso. Es ist das gleiche Kleid. Au! Thank you.
wunderbar. Hat dir gerade noch gefehlt. Oh, cool. Kommen Sie schnell, Herr Bölker, hier vorne. Das hat er jetzt schon wieder gefunden. Frische Hasenköttel. Muss irgendwie vom Weg abgekommen sein, der Typ. Und dann hat er die Karre wohl nicht mal zum Laufen gebracht. Vorne ist alles zu, aber hinten hat er vergessen abzusperren. Dann krabbeln wir rein und warten, bis der blöde Regen aufhört. Ist doch klasse, oder? Noch mal Schwein gehabt, was? Es ist trocken hier. Hallo, aufwachen! Super hier draußen, echt viel zu schade zu pennen. Hier ist voll der Bär los. Was? Gerade habe ich zwei Frösche beim Sechs beobachtet, voll geil. Können auch Kröten gewesen sein. Traumzucker, Fräulein Albermann. Danke. Also los, auf geht's. Vielleicht haben wir Glück und sehen, wie eine Kröte eine Kaulquappe vergewaltigt. Oh, alles steif, wieder ein Krampf. Mein Bein ist auch eingeschlafen. Ich fühle gar nichts mehr. Gehen Sie vor. Das tue ich. Das darf doch nicht wahr sein! Was ist passiert, Lisbeth? Was los ist, sieht man doch. Sieht aus wie ein Sack Zement und ist ein Sack Zement. Und daran stecken zwei Füße, einbetoniert. Der eine gehört mir, der andere deiner besten Freundin. Weißer Regen durch. Direkt auf den Sack, als wir geschlafen haben. So was immer nur mir passiert. So, jetzt Schluss. Ich habe es wirklich so lange wie möglich rausgezögert, Fräulein Albermann, aber jetzt kann ich nicht mehr, jetzt muss ich. Nicht, bitte. Viktor, kannst du noch ein bisschen aushalten? Weder kann ich es länger aushalten, noch länger einhalten. Tut mir leid, Fräulein Albermann, aber halten Sie einfach die Ohren zu und gucken Sie in die andere Richtung. Ich werde nie begreifen, warum Männer es immer gegen was machen müssen. Und dann noch im Stehen. Wir sind jetzt mindestens schon zwei Stunden hier rumgehumpelt. Gleich da, hinter der Kurve. Das darf doch nicht wahr. Zwei Stunden. Zwei Stunden rennen wir hier rum. Im Kreis! Ich fass es nicht! Psst! Ich hör was. Ja. Da kommt ein Auto. Da kommt eine angefahren. Wir sind gerettet. Hallo! Viktor, Lisbeth, seid ihr verletzt? Alles in Ordnung? Könnt ihr aufstehen? Rüpelhafte Bande! Warten Sie, ich helfe Ihnen. Geht's? Na, endlich. Ich hab schon geglaubt, den sehe ich nie wieder. Irgendwas gebrochen? Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht. Langsam, langsam, Herr Bölkow. Hier sieht's aus, Fräulein Albermann. Alles klar. Und, sobald ist es stockfinster. Lisbeth ist fertig, die kann ich mehr. Irgendjemand muss jetzt los und Hilfe holen und die anderen warten im Wagen. Ja, soll ich eventuell... Nein, nein, nein. Das ist meine Sache. Oder war hier noch jemand beim Militär? Ich habe einen Fallschirmer. Ich bin so schnell wie möglich zurück. Pass auf dich auf. Ja, bitte seien Sie vorsichtig, Herr Bölkow. Hier draußen weiß man nie, wer oder was auf einen lauert. Und Hals- und Beinbruch.
Guten Abend. Tut mir schrecklich leid, Sie um diese Zeit noch zu stören, aber wir haben uns völlig verlaufen, meine Frau und ich. Und Freunde. Und ich wollte mal fragen, ob ich kurz Ihr Telefon benutzen darf, um die Polizei anzurufen und so, ja? Sie sind ja ganz dreckig, sind Sie. Sie müssen in die Wanne. Ein heißes Bad. Das hier ist der untere Waschraum. Oben gibt es auch noch zwei. Gibt es. Für uns, jawohl. Einer wird reichen. Und Sie rufen inzwischen für mich die Polizei an, ja? Prima. Besten Dank. Ja. Jawohl. Herr Gutknecht, was machen wir denn hier noch um diese Zeit? Gute Nacht, Frau Lammers. Gute Nacht, Heinz. Also, hier rechts, dann immer geradeaus, ein Stück in den Wald und dann sehen Sie zur linken Hand schon das Bootshaus liegen. Also, ich schätze, 10 Minuten maximal zu Fuß, mehr nicht. Ja, nochmals Dank und das vor Ihnen im Badezimmer, also ich bitte vielmals um Pardon. Sie können doch gar nichts dafür, unser lieber Herr Gutknecht war wohl wieder mal etwas vorwitzig. Ausgeprägte Motorik, erstaunlich für sein Alter. Ich werde wohl mal gleich mit ihm reden müssen. Ja, also hier, unser Prospekt. Hier finden Sie alles Wesentliche über Haus Waldesruh. Wer weiß, vielleicht sieht man sich ja einmal wieder. Schließlich sind Sie ja nicht mehr der Jüngste, nicht? Also dann, Wiedersehen. Tschüss. Zehn Minuten, mal sehen.
Nein. Heute Nacht macht er uns keinen Ärger mehr. Oh Mist, der Krimi hat schon angefangen. Ist doch bloß eine Wiederholung. Sie denn hier? Ich befürchte, ich habe meine Uhr da drin liegen lassen. Oh, Moment. Hier, Wiedersehen und gute Nacht. Gute Nacht. Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Was bitte? Ihnen zu sagen, dass Sie eine widerliche alte Schreckschraube sind. Morgen schicke ich Ihnen das Gesundheits- und das Ordnungsamt auf den Hals. Da können Sie Gift drauf nehmen. Da kommt einem ja die Galle hoch, wenn man sieht, wie im Namen der alten Pflege Schindluder getrieben wird. Hören Sie, ich bin für das Wohlergehen aller verantwortlich, die mir hier anvertraut sind und nicht nur einiger weniger. Sie haben ja nicht die geringste Ahnung, wie destruktiv diese verkalkten Gehirne sind. Sie haben doch nicht alle Tassen im Schrank. Sie dusselige Kusi. Wie reden Sie eigentlich mit mir? Ich werde Sie entfernen lassen. Heinz! Ruth! Oh, da können Sie lange schreien. Ein halbes Dutzend Schlaftabletten schmeißt selbst den dicksten Pfleger. So, und jetzt ist es an der Zeit, dass auch Sie in die Haie gehen. Jetzt aber raus hier. Ich werde Sie anzeigen, Sie perverser alter Engel! Also, leben Sie wohl! Alles, alles Gute! Und vielen Dank, Sieben, jawohl! Oh.
Pferde bringen. Wo kommen Sie denn her? Ich habe den Wagen zum Laufen gebracht. Zündung überbrückt, wissen Sie. Na, und plötzlich hat der Weg hier aufgehört. Wir stehen da vorne. Aha. Sagen Sie, waren da eigentlich noch mehr Säcke mit Zement drin? Also ganz eindeutige Anzeichen von Verwahrlosen. Man hat die alten Leute regelrecht verkommen lassen und zweifelsohne auch übel behandelt. Bloß, wo ist das Personal? Wo ist die Heimleiterin? Die können sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Mal alt bin, die Haare sind futsch, im Jahr 2010 wirst du dann